Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge sind wir in Lerondo, beides falsch, angekommen und sind in der Klinik von Jules Eltern angekommen. Es gibt anscheinend einen Weg, Mila zu retten, allerdings ist das sehr, sehr schmerzhaft. Aber wir sind willig, dieses Risiko einzugehen und jetzt gehen wir in Milas Zimmer. Wir haben ja etwas, um dich zu töten. What are you doing? Shh. We can't let my dad hear us. Why not? We're gonna use the Asperixis on you now. But your father just told me it was impossible. Leah, give me a hand. Sure. Here. You'll want to lay down on your side. Keine Sorge, es wird nur lang und schmerzhaft sein. Feel anything? Any pain? No. Nothing at all. My legs still won't budge either. Why isn't it working? I don't sense any mana in this stone. Your father said that an Asperixis needs a spirit fossil, or it won't work. A spirit fossil? Those things really exist? Oh, so the special stone mentioned in the medical files is a spirit fossil. Your father also said the fossil has to be used immediately after it's uncovered, or it loses its mana. Great. As if the procedure wasn't already tricky enough. Hold on. I swear I remember that they used to find spirit fossils down in the Fel'Ghana mine. Are you serious? Whoa, geez, be quiet. It's just something my dad told me. Mila? It sounds like we need to take you out for some field medicine. That seems like a lot of work. You'll do that for me? Here. Ich wollte gerade sagen, gerade wenn wir Alvin gebrauchen könnten, um Zeug rumzuschleppen. What about you? Dann haut der natürlich ab. I have to get stuff ready. I'll meet you at the edge of town. So, Mila ist wieder dabei. I haven't been back here in a while, but the town hasn't changed one bit. Naja, ob sich der große Fürst der Elementargeister jemals, ob er sich jemals gedacht hätte, in einen Rollstuhl drin zu sitzen, muss auch merkwürdig sein. They say that back during the mining boom, this whole street was packed with merchant stalls. Is that right? I was just thinking how much this quiet little street fits you. Es ist, als würde Gott hier mit einem Krückstock rumlaufen. Oh Gott. So, gibt's irgendwas? Nö. Was ist hier? Innen. Kann ich mir sowieso nicht leisten, ne? Hallo. Und schätze ich mal, Leia wird sich auch im Kampf anschließen, wenn wir zu diesen Minen gehen. Heiliger Trank. Oh, ich klaue dir deine Sachen. Wenn eine Unterkunft in Lorne braucht, steigt ihr am besten hier ab. Ich komme hier schon seit über 20 Jahren her. Oder ich komme seit 20 Jahren schon hierher, was weiß ich. Steckt da irgendwie fest? So. Kann ich irgendwie. Nee, ich kann hier nicht illegal schlafen. Prüfen. Wann in jedem Gasthaus. Ey, du hast einen Quest, sehe ich gerade. Mein Hobby ist es, Mineralien und Erze zu sammeln. Der Laie nennt die Steine. Was? Da Lerond einst der eine Minenstadt war, dürfte es in der Gegend sehr viele seltene Steine geben. Helft ihr mir nach ihnen zu suchen? Ja. Wunderbar. Vor allem suche ich nach einem Quarzklotz. Ich muss ihn einfach haben.
Wir haben ja sonst nichts zu tun. Aber hey. Warum stecke ich hier immer fest? So, ja, ist klar. In dieser Stadt gibt es anscheinend einen Arzt, der Spezialbehandlungen durchführt. Sogar im Lakatum Seehafen erziehen sich die Leute davon. Ist das so? Mysteriöses Juwel. Heute habe ich es aber irgendwie, ne? So, diesmal nicht festgesteckt. Gut. Und der kann ich gar nicht erst rein. Was ist das denn? So, ein Quarzklotz. Meinetwegen. So, weiter geht's. Ey. Ich finde ihre Kleidung voll gut. Ha, ich wusste es. Stadtleben. So, what was Benmont like? Come on, you have to tell me everything. Was it like super cosmopolitan? Were you able to make friends? I don't know. It was pretty normal. What, that's it? That's all you have to say? You're always boring everyone with long-winded explanations, but when I ask a question, I get the cold shoulder. Come on, you're blowing things out of proportion. Listen, you're gonna talk and you're gonna tell me everything. You have 10 seconds. 10, 9, 8. Well, there was a nurse at the school named Prin who was always really nice to me. But on the day I went to see my professor, I got attacked by a girl in red clothes. So then I couldn't go back to the school anymore. Although that did result in me meeting Mila. Oh, and in terms of other friends, I met this girl named Elise. Fine, I got it. Message received loud and clear. You met all sorts of other girls while you were away. Good job, Jude. I'm so happy for you. I see you haven't changed a bit. Ja, ich hab's. Wir hier nur von den Mädchen. Ich hab's gewusst. So. Und da sind schon die ersten Monster, die wir verkloppen. Aber erstmal gehen wir hier die Lyliumkugel ausbreiten. Sie hat nur 600 HP. Was ist das denn? So, unser sechstes Gruppenmitglied. Und wir sind noch ganz am Anfang der Lyliumkugel. Was ist das denn? Aufsteigender Wirbel. Ich habe keine Ahnung, was und warum, aber nehmen wir das. Fertigkeitspunkte. Geschick. Was baue ich hier auf? Schick Bewegung, Windschutz und aufsteigende Wirbel. So, was haben wir hier noch? Sofortiger Gebrauch, Benutzung. Okay, cool. Kombo-Ausschöpfung, Vorbeugen gegen alle physische Krankheiten. Objektzuwachs, doppelte Wahrscheinlichkeit, dass deine Feinde. Ja! Hallo? Wie geil ist das denn? Und mehr KP, ja. Was hat der? Vitalität und Stärke. Immunität, ja. Die kämpft auf jeden Fall mit dem Stab, das weiß ich. Aber ob sie eine Heilerin ist oder was weiß ich, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. So, das hat nächste Spiralschlag. Mehr Stärke. Mehr KP, ja. Und mehr Vitalität. Haben wir das schon mal erledigt? So, hier Angriff, ja. AZ Maximum. Und dann wieder KP. Letzter Widerstand, er leidet 25% weniger Schaden, wenn die KP unter 25% sind. Trankeffizienz, heile Getränke und Finstertrinke halten doppelt so lange an. Adaptieren für geile Fertigkeiten. Auferstehung, was? Schatzräuber, du kannst Objekte vom Feind stehen, auch wenn die aus dem Kampf geflüchtet sind. Cool. Einfach wieder inoffiziell hier Kombo-Ausschöpfung gelernt. Weil sie scheint keine Magierin zu sein. Warum kann sie eine Auferstehung lernen? Ich möchte gerne Auferstehung haben. Hier. Und mehr KP. Zack. Und zack. Und zack. So, Auferstehung, geil. Lotterie. 25%ige Chance, nach einem Kampf doppelt so viel Geld zu haben. Ja. Was hat sie denn für geile Fähigkeiten? Ich mag sie jetzt schon. Ich finde auch ihr Design voll gut. Ich finde, sie hat das beste Charakterdesign von allen.
muss ich jetzt mal so ganz ehrlich sagen. Elementarimpuls, weil eine Elementar, ich weiß, Element, das entscheidet der Zufall. Okay. Wasserschutz, wo ist der Schlüssel? Hier, Barriere. Okay. Eine Bewegung. Sie scheint wirklich auf Bewegung ausgelegt zu sein. KP, so jetzt hat sie wieder einen anständigen KP-Wert. Da ist sie wieder. Jetzt hat sie einen anständigen KP-Wert. So, was haben wir noch? Gesundheitslauf. Beim Freilaufen werden KP langsam wie geil. Beim freien Laufen, was? Das ist ja im Kampf. Ja. Dün, 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 dün. Und schon wieder weiter. Gucken, wie sie im Kampf drauf ist. Bin ich schon mal gespannt. Sie hat schon zwei Schmetterlinge? Oh, ich habe sie schon viel zu weit. Auch sie ist jetzt, glaube ich, auf den gleichen Level wie Elise. So, FP, mach mal. Ich will ihre geilen Fähigkeiten alle auch haben. So, Angriff 2. KP, ja. Ja. Diebstahl plus erhöht die Chance, erfolgreich Objekte zu stehen um 30%. Aber wie denn? Ein Kampf doppelt so geil zu halten, ja. Ja. Ein feines Objekt fallen lassen, ja. Ja, ja. Was haben wir noch? Ja. 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 Was noch? Ja. Ja. KP gewinnen. Und hier noch. Und noch irgendwas hier, Leute. So. Wird das schon mal erledigt. Er ist selbst, sie ist wirklich auch eine Heilerin. Wie geil. Schärfe. Verbessert vorübergehend den. Ah, okay. Sharpen, genau. Schnelle Klaue. Ein klarer Schuss. Angriff, Angriff einer Weste. Blablabla. Na gut, dann machen wir erstmal einen Kampf. Großmeisters Tochter. Kommt hier ein Ding? Ich dachte. Okay, ich hoffe, ein Kampf ist noch drinne. So. Okay, komm her. Zack. Ja. Dann sag mal, was du drauf hast. Aua. Objektdiebstahl. Ich hoffe, wir haben jetzt auch genug gelevelt. Einfach wieder eine physische Kämpferin dazu. Also wir waren ein bisschen langsam. So, was kannst du denn? Jawohl. Cool. Aua. Ja, ich werde meinen Spaß haben. Denke ich mal. Ja, genau. Oh, geil. Ja, natürlich gibt es immer einen Kindheitsfreund in der Tales of Serie, das ist immer so. So, und jetzt. Leia. Muss mal kurz gucken. Okay, dann versuchen wir mal. Ich kämpfe mit dem Stab. Auch mal wieder schön zu sehen. Boah, Riesenhütchen. Und zack. Geiler Schlag. Komm schon, den Kampf schaffen wir auch noch. War ein geiler Kampfstil. Und wieder mehr Geld. Leias Fähigkeit. Stabverlängerung. Nachdem Leia einen feindlichen Angriff und einen Rückwärtsschritt ausgewichen ist, schimmert ihr Stab in einem weißen Licht, das den Stab für bestimmte Zeit verlängert. Solange sie sich in diesem Zustand befindet, kann sie auf größere Entfernung kämpfen. Geil. So. Aber das war's dann wieder für diesen Part. Ich gehe mal hier in Sicherheit. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Cilia. Danke fürs Zuschauen und
Tschüss.